Hallo Edelmetall, Freunde, Freunde der Wahrheit. Die Zeit vergeht wie im Fluge und es ist wieder Freitag und ich habe noch ein paar Top-News für Sie. Worum geht es heute? Unruhen wegen Unfähigkeit und natürlich wegen der Energiekrise, hohle Solidaritätsversprechen und es geht auch mal wieder um Silber und Gold, denn es zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab. Wir fangen aber an mit C19 bzw. Mundwindeln, dem diplomatischen Personal und Bauernunruhen. Eine am Montag bei Nature veröffentlichte Studie aus Japan zeigt, dass sich auf den Masken eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen befindet, darunter auch potenziell krankmachende Erreger. Die Forscher untersuchten im Herbst 2020 über 2 Monate die getragenen Masken von 109 Medizinstudenten auf Bakterien und Pilze. Dafür pressten sie sowohl die äußere als auch die innere Maskenseite getrennt auf eine Agrarplatte und warteten, bis sich die dort ansässigen Erreger vermehrt hatten. Die Ergebnisse sind nichts für schwache Mägen. In 99% der Proben fanden sich Bakterienkolonien, auf der Maskeninnenseite bei 80% auch Pilze. Die Forscher konnten bis zu 1600 Bakterienkolonien identifizieren, darunter auch potenziell krankmachende Erreger wie Staphylococcus aureus und so weiter. Aber es geht doch immer nur um ihre Gesundheit, oder? Ein Sprung zu den Diplomaten, denn hier werden die Qualitätsstandards heruntergeschraubt. Man mag sagen, es ist ja überfällig, denn an vielen anderen Stellen ist das ja auch schon passiert. Baerbock ändert Diplomatentests, Unionspolitiker wittern grüne Vetternwirtschaft. Um die Bundesrepublik Deutschland in der Welt zu vertreten, gibt es in den jeweiligen Ländern eine Botschaft mitsamt Diplomaten. Die Anforderungen für diese verantwortungsvolle Position sind nun jedoch spürbar gesunken. Im Auswärtigen Amt von Berlin wurde das entsprechende Anforderungsprofil für die ausgeschriebenen Positionen angepasst. Wie Bild schildert, bezwecke Außenministerin Baerbock damit vor allem eines: Personen ins Amt zu befördern, die in ihrem Sinne handeln, ungeachtet drohender Qualitätseinbußen. Bei der aktuellen Suche entfallen 2 Tests, die bislang noch bestanden werden mussten. Der Allgemeinwissentest sowie der Psychotest, das Bekannte, das angeblich ein Insider dem Portal verraten hat, der psychologische Test wurde gestrichen, weil da besonders viele weibliche Kandidaten durchgefallen sind. Zu den Bauernunruhen. Die Kanadier melden sich mal wieder zu Wort und wollen auch aktiv werden. Landesweiter Protest, Kanadier wollen niederländische Bauern unterstützen. Am kommenden Samstag, 23. Juli, wollen die Freiheitskämpfer in Kanada groß angelegte Unterstützungskampagnen für die niederländischen Bauern durchführen. So wie die Kanadier selbst leiden die Niederländer unter einer WEF-hörigen Regierung, die die Pläne für den Great Reset durchsetzen will, koste es, was es wolle. Wie die Countersignal weiter berichtet, dienen die Pläne der niederländischen Regierung, die in ähnlicher Form auch von der kanadischen Regierung durchgesetzt werden soll, dem Landgrabbing durch die Staatsführung. Erst sollen die Bauern in den Bankrott getrieben werden, danach soll der Staat die frei gewordenen Flächen aufkaufen, unter anderem auch, um Wohnraum für Zuwanderer zu schaffen. Was in den Niederlanden geschieht, ist fast wie ein Blick in die Kristallkugel für den Rest der westlichen Länder, die einer radikalen Klimapolitik unterworfen sind. Und die Bauern haben wirklich allen Grund, sauer zu sein. Ich bringe Ihnen in der Beschreibung ein sehr wichtiges Video von Anthony Lee. Hören Sie sich das an, verbreiten Sie es. Er spricht ja davon, dass aufgrund politischer Maßnahmen oder Regulierungen die Weizenernte in diesem Jahr besonders schlecht ausfällt. Das bedeutet, Preissteigerungen sind auch hier zu erwarten. Und für die Bauern gehen natürlich Einnahmen verloren. Und nicht nur bei den Bauern geht es abwärts, sondern bei breiten Teilen der Bevölkerung. Und das Unruhepotenzial steigt natürlich damit. Da kommen wir gleich noch dazu. Immer mehr Deutschen droht die Existenz wegzubrechen. Die relative Mehrheit von 48% der Befragten kommt mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Einkommen aus, wobei männliche Befragte dies deutlich häufiger als weibliche Befragte angeben. 54 zu 43%. 36% der Befragten kommen hingegen momentan mit ihrem Einkommen nicht aus, wobei Frauen dies häufiger als Männer angeben, in Klammern 39 zu 33%. 8% wissen hierauf keine Antwort und 7% machen keine Angabe dazu. Im Mai waren es nur 32%, die angaben, mit ihrem Einkommen nicht auszukommen. Das ist ein Anstieg von 12,5%. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Anteil derer, welche mit ihrem Einkommen momentan auskommen, mit steigendem formellem Bildungsgrad ansteigt.
So geben lediglich 35% der Befragten mit einem Haupt- bzw. Volksschulabschluss an, dass sie momentan mit ihrem Einkommen auskommen, wohingegen der Anteil der Befragten mit Realschulabschluss auf 46% ansteigt und bei Befragten mit Abitur oder Fachhochschulreife sogar 56% beträgt. Übersetzt heißt das natürlich, dass die, die bisher schon am wenigsten hatten, am meisten betroffen sind. Ist auch völlig logisch. Und damit kommen wir zum Unruhepotenzial, vor dem sich die Regierung fürchtet. Ken Gas, Baerbock fürchtet Volksaufstände. Für den Fall, dass Gas aus Russland nicht mehr fließt, rechnet Bundesaußenministerin Baerbock mit Unruhen in Deutschland. Baerbock antwortete auf Nachfrage, ob sie tatsächlich Volksaufstände erwarte, dass dies vielleicht etwas überspitzt formuliert sei, aber dies könne eintreten, wenn wir kein Gas mehr hätten. Deutschland brauche weiterhin Gas aus Russland. Überdies ging Baerbock auf die Belastung der Bürger durch die hohen Gaspreise ein. Die wichtigste Aufgabe im kommenden Winter sei es, dafür Sorge zu tragen, dass der Krieg die Gesellschaft nicht spalte. Auftrag der Bundesregierung sei es, die sozialen Kompetenzen abzufedern. Eine aktuelle Umfrage hatte gezeigt, dass fast jeder zweite Bundesbürger wegen der hohen Energiepreise auf die Straße gehen will, sollte es zu Demonstrationen kommen. Sie haben ja gehört, dass Nord Stream 1 wieder läuft mit der reduzierten Leistung, aber die Turbine ist jetzt wohl in Deutschland, kann aber noch nicht wieder eingesetzt werden. Es scheitert wohl an irgendwelchen Formalitäten, also Murphy greift hier auch voll zu und dieser Gasnotstand kann durchaus eintreten. Daher hat die EU-Kommission schon Maßnahmen vorgeschlagen, um einzusparen. Gaseinsparungen für den Winter. Die Kommission schlägt Plan zur Senkung der Gasnachfrage vor, um EU auf Lieferkürzungen vorzubereiten. Die Rede ist von einem Entwurf, den die Kommission, eine Art ungewählte Gesamtregierung der Europäischen Union, am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentierte. Das Papier war kurz zuvor an die dpa durchgesickert. Warum der Inhalt trotzdem vorab zum Teil falsch wiedergegeben wurde, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Um als Verordnung zur geltenden Politik der EU zu werden, bedarf der Vorschlag der Zustimmung der Mitgliedstaaten. Zur Entscheidung sollen sich deren Energieminister am nächsten Dienstag zu einer Sondersitzung in Brüssel treffen. Die Verordnung, falls sie wirklich beschlossen wird, würde allen Mitgliedstaaten das Ziel vorgeben, die Gasnachfrage im Zeitraum vom 1. August 2022 bis 31. März 2023 um 15% zu senken. Sie würde der Kommission auch die Möglichkeit geben, nach Konsultation der Mitgliedstaaten einen Unionsalarm für die Versorgungssicherheit auszurufen. Damit würde allen Mitgliedstaaten eine verbindliche Senkung der Gasnachfrage auferlegt, schreibt die Pressestelle der EU-Kommission. Falls einzelne Länder in Energienot geraten, können sie Gassolidaritätslieferungen durch besser versorgte Staaten der Gemeinschaft beantragen. Sie müssen allerdings nachweisen, welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um die Nachfrage im Inland zu senken. Und wie diese Solidarität schon aussieht, dazu kommen wir gleich. Hier noch ein Beitrag über Robert Habeck, den möchte ich Ihnen nur kurz zeigen. Er wurde mit Ceausescu verglichen, der auch schon in Rumänien seine Leute frieren ließ und mancher wird sich erinnern, ein sehr unrühmliches Ende nahm. Spiegel vergleicht Habeck mit Rumänien-Diktator Ceausescu. Das Nachrichtenmagazin betitelt einen aktuellen Text zur Gaskrise mit den Worten: Patrouilliert bald die Temperaturpolizei durch Deutschland? In dem Artikel geht es um die Frage, ob die Bevölkerung im Winter per Gesetz gezwungen werden könnte, weniger Gas zu verbrauchen und weniger zu heizen. In diesem Zusammenhang zieht der Spiegel einen Vergleich zwischen Wirtschaftsminister Habeck und dem rumänischen Diktator Ceausescu. Dieser ließ die rumänische Bevölkerung laut Spiegel einst bei einer Raumtemperatur von 12 Grad bibbern. Und wie sieht es nun mit der möglicherweise nötigen Solidarität aus? Polnische Regierung erpresst Bundesregierung. Die polnische Regierung erpresst die Bundesregierung. Erdgas gibt es im Notfall nur gegen milliardenschwere Gefälligkeiten. Der Artikel ist leider hinter der Bezahlschranke, aber Sie werden sich erinnern, dass natürlich die polnischen Gasspeicher aus den deutschen gefüllt wurden. Aber umgekehrt geht das selbstverständlich nicht. Auch andere Länder haben sich schon geäußert und die sehen hier überhaupt keine Notwendigkeit für Einsparmaßnahmen und Solidarität. Griechenland und Spanien lehnen den unfairen EU-Vorschlag zur Senkung des Gasverbrauchs umgehend ab. Griechenland, Spanien und Portugal gehören bereits zu der immer länger werdenden Liste von EU-Mitgliedstaaten, die mit der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Kürzung des Erdgasverbrauchs um 15% in der gesamten EU nicht einverstanden sind. Der griechische Sprecher Oikonomou sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Athen, die Regierung habe Vorschläge unterbreitet und wir halten weiterhin daran fest, dass diese Richtung Lösungen bieten kann.
Ungeachtet der russischen Lieferengpässe und der Anschuldigungen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Putin würde die russische Energieversorgung als Waffe einsetzen, um Europa zu erpressen und die EU wegen antirussischen Sanktionen zu bestrafen, betonte der griechische Energieminister Skrikas, dass die gewöhnlichen Haushalte und Unternehmen im ganzen Land als erste darunter leiden würden. Er sagte, Athen werde sich einer solchen Richtlinie nicht beugen. Skrikas erklärte, dass 70% des von Griechenland importierten Erdgases zur Stromerzeugung verwendet werden, was bedeutet, dass jegliche Kürzungen Haushalte und Unternehmen treffen würden. Andere Staats- und Regierungschefs der EU haben in letzter Zeit ähnliche Bedenken geäußert. Letztes Thema: Silber. Ein gutes Video bei Arcadia Economics von David Krenzler mit sehr ermutigenden Aussagen zu den COT, Commitment of Traders. Hier spricht er darüber, dass Hedgefonds bei Papiergold und Papiersilber short sind, was ein sehr bullisches Zeichen ist. Im Allgemeinen sehen die Commitment of Traders für Gold und Silber ziemlich gut aus. Schauen wir mal drauf. Hier Commitment of Traders für Silber. Was auffällt, Sie sehen, die Commercials haben die Short-Position extrem zurückgefahren. Die Kleinanleger in Blau haben im Prinzip komplett resigniert und sind ausgestiegen. Die Großanleger sind auch kaum noch long. Das hier ähnelt einem Zustand, wie wir ihn zuletzt hier vorne hatten. Und wenn Sie das vergleichen, danach ging es mit dem Silber aufwärts. Hier noch COT vom Gold dazu. Und hier sehen Sie dasselbe Phänomen. Die Commercials haben die Shorts deutlich abgebaut. Die Kleinanleger sind im Prinzip aus dem Spiel. Und die Großspekulanten haben ihre Longs deutlich vermindert. Also hier sind diese Kurven zusammengegangen. Und auch das ist so ähnlich wie hier vorne. Also man muss schon länger zurückgehen. Dieser Graph geht über 3 Jahre. Und Sie sehen, was hier passierte. Es ging mit dem Gold dann doch für eine ganze Weile deutlich aufwärts. Und damit wäre ich am Ende für heute noch das Zitat. Genießen Sie Ihr Wochenende und seien wir dankbar für jeden Tag, wo es noch einigermaßen ruhig ist. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.